Dann können wir jetzt die nächste Übung machen. Denn ich habe euch auch versprochen oder in der Beschreibung für das Seminar habe ich auch geschrieben, dass wir an der weiblichen und männlichen Kraft arbeiten, dass diese Arbeit bringt uns Kraft, bringt uns Natürlichkeit und die natürliche Kräfte. Unsere weibliche und männliche Kraft wurde schon so oft mal verletzt. Wir haben auch viele, viele Inkarnationen hier auf der Erde erlebt. Und wir haben viele Rollen als Mann oder als Frau gelebt hier auf der Erde. Und jetzt ist an der Zeit, die alten Verletzungen abzugeben und sich die positive kosmische Kraft, diese wunderschöne rosa und hellblaue Kraft, sich zu holen, damit wir wieder kraftvoll gehen können, so dass wir alte Verletzungen abgeben und uns an die neue positive Kraft anbinden. In diesem Seminar möchte ich mit euch einfach alles machen, dass wir die Kraft zu uns holen. Und das können wir jetzt machen, wenn wir mit dieser Kraft arbeiten. Und wir werden das wieder ganz einfach machen. Ich werde euch leiten und wir werden unsere Hände dann aufladen lassen. Wir lassen zu der linken Hand lassen wir dann die weibliche Kraft strömen und zu der rechten Hand lassen wir die männliche Kraft. Und dann werden wir mit Sakralchakra arbeiten, sodass wir das Chakra befreien. Wenn wir an diesem Chakra arbeiten, dann befreien wir auch viele Muster in unserer Familie. Denn wir gehen natürlich mit unserer Familie Hand in Hand in die Zukunft. Wir helfen auch den zukünftigen Kindern, den Babys, den Kinderseelen, die sich auf die Inkarnation in unserer Familie erst vorbereiten. Und wir befreien auch die Linien, die Ahnenlinien. Also wir arbeiten in dem ganzen Raum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und diese Arbeit ist sehr, sehr wichtig in dieser Zeit. Wir werden das aber auf ganz einfache Art und Weise machen. Die Arbeit ist auch in meinem Buch 8 beschrieben. Wir machen das jetzt gemeinsam, einfach und voller Licht. Und der Simon wird uns dazu diese CD jetzt laufen lassen. Ah ja, der ist schnell. Dankeschön. Die Musik läuft sogar schon, glaube ich. So, perfekt. Dann werden wir jetzt den nächsten Schritt machen, damit wir unsere Lebenskraft erhöhen. Und ich möchte, dass wir bei dieser Übung auch unsere Seelenanteile zurückholen. Das ist ein ganz großer und wichtiger Aspekt bei dieser Arbeit. Denn wenn wir Verletzungen erlebt haben, egal in welcher Zeit, egal in welchem Raum, egal in welcher Inkarnation, ist der Teil der Seele oder Teil dieser Energie von uns da geblieben. Und wir werden bei dieser Arbeit die verlorenen Seelenanteile zu uns zurückholen, damit sich unsere Seele, damit die Seele wieder vollkommen wird, damit sie die Signatur
ihre Signatur wieder regenerieren kann und heilen kann. Und das machen wir alle gemeinsam Schritt für Schritt. Also du kannst jetzt einfach deine Augen schließen. Und du atmest tief ein und aus. Und wir gehen in die Absicht, denn unsere Absicht ist entscheidend bei jeder Heilung und auch in oder bei jeder Situation in unserem Leben. Unsere Absicht ist entscheidend bei den Erfolgen, bei den Resultaten. Also wir gehen jetzt in die Absicht. Wir denken an die Kraft der Manifestation, was wir in uns tragen, und gehen dabei in die Absicht, unsere weibliche und männliche Kraft in uns zu heilen und uns an die natürliche weibliche und männliche kosmische Kraft sich anzubinden. Und alle Seelenanteile, die wir verloren haben, zu uns zurückzuholen. Und wir lassen nun als allererste unsere Hände wieder aufladen. Wir reiben sie erstmal. Du reibst sie umeinander. Und dann drehst du sie wieder mit den Handflächen nach oben. Und jetzt visualisierst du, dass zu deiner linken Hand eine wunderschöne, strahlende, rosa Farbe, rosa Frequenz fließt. Die weibliche kosmische Kraft. Und jetzt visualisierst du, dass zu deiner rechten Hand eine wunderschöne hellblaue Farbe strömt. Hellblaue Frequenz. Die männliche kosmische Kraft. Und vielleicht spürst du, dass jede Farbe eine andere energetische Qualität in sich trägt. Jede Farbe fühlt sich anders an, denn jede Farbe trägt eine andere oder eigene Schwingung in sich. Und du kannst als Bestätigung für dich sagen, die Chakren, meine Hände, sind durch weibliche und männliche kosmische Kraft aktiviert. Raum und Zeit sind eins.
Und jetzt legst du deine Hände zu deinem Sakralchakra. Und du überträgst dieses Licht und diese Frequenz zu deinem Herzchakra. Und dieses Licht reinigt und heilt alle Verletzungen, die dein Sakralchakra eingespeichert hat. Alle Verletzungen, die du hier auf der Erde als Mann oder als Frau erlebt hast. Und wenn wir uns richtig befreien möchten, sollten wir vergeben. Denn die Vergebung ist der erste Schritt zur Befreiung. Erster Schritt zum Frieden. Und wenn du es möchtest, dann kannst du jetzt laut aussprechen: Ich vergebe allen Menschen und allen Wesen, die meine weibliche und männliche kosmische Kraft verletzt haben. Ich vergebe allen Menschen und allen Wesen, die meine natürliche Kraft verletzt haben, in allen Zeiten, in allen Räumen, in allen Dimensionen, in allen Zwischendimensionen. Meine gesamten Existenz. Ich vergebe im Hier und Jetzt. Meine Vergebung befreit uns alle. Du atmest und du verstärkst jetzt das Licht, was durch deine Hände strömt. Und du reinigst das Chakra durch das wunderschöne Licht, das kosmische Licht. Und jetzt kannst du nochmal aussprechen: Ich vergebe mir selbst dafür, dass ich meine weibliche und männliche natürliche Kraft verletzt habe. Ich vergebe mir im Hier und Jetzt. Meine Vergebung ist absolut und rein. Ich vergebe. Ich vergebe mir, ich vergebe allen Menschen, ich vergebe allen Wesen. Meine Vergebung befreit uns alle.
Vergebung geschieht jetzt. Im Hier und Jetzt öffne ich alle Zeiten, alle Räume, alle Dimensionen, in denen sich meine verlorenen Seelenanteile befinden. Ich bitte Erzengel Michael, alle verlorenen Seelenanteile zu reinigen und zu befreien von allen Negativitäten, von allen Erlebnissen. Ich bitte den Erzengel Raphael um Heilung aller verlorenen Seelenanteile. Ich bitte um Hilfe mit meiner reinsten Absicht. Ich verbinde mich nun mit der göttlichen Intelligenz und ich bitte sie, alle meine verlorenen Seelenanteile zu segnen. Alle meine Seelenanteile sind gereinigt, geheilt und gesegnet. Im Hier und Jetzt rufe ich alle Seelenanteile zu mir zurück. Ich rufe euch zu mir zurück. Und jetzt siehst du, wie sich deine Seelenanteile angefangen haben zu bewegen. Und durch die geöffneten Zeiten und Träume und Portale strömen jetzt zu dir zurück. Zu deinem Sakralchakra, zu deinem Solarplexus. Und verankern sich in deinem System wieder. Die sehen wie wunderschöne, farbige, lichtvolle Kügelchen aus. Und alle diese wunderschönen Kügelchen, die wie Seifenblasen aussehen, kehren zu dir zurück und verschmelzen mit deiner Seele. Mit Chakren, die sie verloren haben. Die wunderschönen Seelenanteile von dir kehren zu dir zurück. Deine Absicht hat sie gerufen. Deine Entscheidung
hat sie gerufen. Und eins nach dem anderen verschmelzen mit deiner Seele und mit ihrer Matrix, mit ihrer göttlichen Matrix. Und deine Seele empfängt sie alle wie ihre Kinder. Sie empfängt sie alle, sie heißt sie willkommen und sie freut sich. Sie freut sich über die Rückkehr und sie ist überglücklich, dass sie wieder ihre Vollkommenheit jetzt wieder erleben kann. Und deine Seele wird immer größer und lichtvoller. Und das Licht deiner Seele verschmilzt jetzt mit allen Zellen deines Körpers. Das Licht verschmilzt mit allen deinen Chakren. Ihr Licht verschmilzt mit deiner Aura. Ihr Licht ist großartig, wunderschön und strahlend. Und du fühlst ihr Glück. Ihre Kinder sind nach Hause gekommen. Und du fühlst, wie das Gefühl der Vollkommenheit und Ganzheit in dir wächst. Denn alle verlorenen Kinder deiner Seele sind jetzt zurück. Aus allen Zeiten, aus allen Räumen, aus allen Dimensionen. Deine Existenz. Deine Seele hat die Seelenanteile in sich integriert und verankert. Und jetzt sagst du, ich segne das Licht meiner Seele. Ich segne die lichtvolle Kraft meiner Seele. Ich segne die Vollkommenheit und Ganzheit meiner Seele. Ich segne die göttliche Signatur meiner Seele. Die Seele ist so riesig, dass sie, dass ihr Licht über deinen Körper hinausstrahlt. Sie verbindet sich gerade mit allen anderen Lichtern, was zu ihr aus Universum gerade strömen. Und das Licht der männlichen und weiblichen Energie, was zu dir aus dem Universum strömt, hat ihr Licht noch verstärkt. Und
Und jetzt gehst du in deinen Gedanken nochmal zu deinem Sakralchakra. Du überträgst nochmal durch deine Hände das kosmische Licht. Die weibliche und männliche kosmische Kraft darf jetzt in deinem Sakralchakra verankern. Und wenn du es magst, dann sagst du: Ich segne meine weibliche und männliche, natürliche kosmische Kraft. Ich segne meine natürliche Kraft. Ich segne die göttliche Ordnung in mir. Und jetzt verbindest du dich noch mit der göttlichen Intelligenz. Deine Absicht reicht. Und du bittest sie, alle Räume, Zeiten und Dimensionen zu der Vergangenheit, wo die Seelenanteile waren, zu schließen. Alle Zugänge, alle Räume, alle Zeiten, alle Dimensionen zu der dunklen Vergangenheit sind geschlossen. Nur Liebe und Licht strömt zu dir. Alle Zugänge zu der dunklen Vergangenheit sind geschlossen. Im Hier und Jetzt bist du frei. Freiheit, Freiheit. Freiheit. Danke, danke, danke. Atmest jetzt tief ein und aus. Du bewegst wieder langsam deine Füße, deinen Körper. Du streichelst noch dein Sakralchakra. Trinkst viel Wasser und ich lasse euch jetzt noch 10 Minuten ausruhen und dann machen wir wieder weiter nach 10 Minuten.